So, an alle Beteiligten, ja, das heißt an die Firma Magix, die beschädigte Seite, ja, an die Firma YouTube, die da voll beteiligt ist, dass sie das Unternehmen Belief Music überhaupt zulässt zur mehrmaligen Lizenzierung, ja, die absolut illegal ist. Denn Belief Music Unternehmen, die sich nicht prüft, ob da jemand etwas lizenziert, was nicht gestohlen wurde. Und den Autor, der eigentlich wissen musste, dass das, was er macht, eigentlich rechtswidrig ist, illegal ist. Ja? Also, es geht um ein urheberrechtliches Diebstahl, ja, und um eine nicht zulässige kommerzielle Nutzung. Das heißt, Nicht-Einhaltung der Nutzungsrechte der Magix-Produkte. So, und nun zum Werk. Und abgesehen ist diese Komposition völlig anders wie die meine, gell? Also ich habe das erst jetzt durch das Suchen entdeckt, ja, die Komposition hier. Ich habe sie vorher nie gehört, somit konnte ich sie auch nicht nachmachen und somit ist auch meine Komposition eine völlig andere Komposition, ja. Jetzt zu meiner Baby-Komposition, die klingt nämlich so. Gut, man kann sich das woanders anhören, auf jeden Fall. Ja, man sieht, DJ Hawk Baby, Copyright 2015 Magic Music Maker Jam. Okay, ich gib's zu. Dort, bei ihm steht Copyright 2012. Ja, das stimmt. Nur haben schon zu dem Augenblick die Lizenzrechte so gegolten. Ja, zu dem Augenblick war man nicht mehr berechtigt, damit Kohle zu machen. Das, was ich hier sehe, ist rechtswidriges Kohle machen, verdienen, kommerzielle Nutzung. Und die war schon zu dem Augenblick von der Firma Magix untersagt. Ja?